Hallo meine Lieben, ich bin's mal wieder, die Vanny. Heute bin ich mit euch rausgefahren ins idyllische Brandenburg. Normalerweise grasen hier ja die Kühe auf der Weide. Aber es gibt eine Frau, Iris Schieferstein, die aus toten Tieren Kunst- und Modeobjekte, unter anderem sogar für Lady Gaga, herstellt. Mode aus toten Tieren ist doch eigentlich nichts Ungewöhnliches, oder? Iris, meinst du, Lady Gaga würde diesen Schuh jetzt auch tragen? Die ist ja noch nicht fertig, aber dann bestimmt, ja. Hat die denn wirklich mal was bei dir bestellt oder ist das ein Gerücht? Nee, das ist schon richtig. Also einmal wollten sie das zu einem Video-Telefon-Call oder so ähnlich. Ja, ja. Und dann wollte sie zu diesem Award, wo sie das Fleischkleid getragen hat, wollte die Agentur Schuhe haben. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das gemacht. So. Und dann kam die Info, nachdem ich mal nachgefragt habe, welche Schuhgröße hat die eigentlich? Ne? Und dann hieß es, sie hat 39 und nicht 38. Nein. Ja, und dann musste ich alles wieder aufmachen. Und da sind die Schuhe aber zwar bis nach Los Angeles gekommen, aber nicht durch den Zoll. Nee. Und das lag daran, dass das war frisch gegerbtes Leder und das riecht halt. Das hat einen ganz eigenen Geruch und da hat der Zoll gesagt, nein, das sei kontaminiert. Oh. Ja. Und da konnte sie die nicht tragen. Haben sie denn trotzdem bezahlt wenigstens? Die bezahlen nie irgendwas, solche Leute. Nein. Die kriegen alles für umsonst. Da bist du Lady Gaga und kriegst so eine Schuhe umsonst. Naja. Nein, ich hätte sie ja auch nicht geschenkt. Ne? Also die hätte sie ja wieder zurückgeschickt sozusagen. Ja, die wollten sie sich leihen. Aber die wollten schon, dass ich sie explizit für sie mache. Ne? Mhm. Du hattest es ja auch nicht immer leicht als Künstlerin, oder? Ich habe gelesen, dass viele Leute schon, ich meine, du machst ja auch echt schräge Sachen, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Dass viele Leute da schon mit Probleme hatten, ne? dass du Kunst oder auch Mode aus Tierkadavern herstellst und dagegen waren und auch dagegen gewettert haben, Petitionen und solchen Geschichten. Ja. Erzähl mal, wie war das für dich? Also das sind Sachen, die immer wieder vorkommen natürlich, weil ich sozusagen polarisiere in meiner Kunst und da fühlen sich viele Leute unwohl bei und sagen, hallo, das geht nicht, ich würde das Tier nicht ehren und ich halte das, ich finde, das stimmt so überhaupt nicht, weil das Tier im Allgemeinen einfach ein Wegwerfprodukt ist bei uns in unserer Gesellschaft, beziehungsweise oder aber es wird eben komplett verwertet. Also da bleibt ja nichts übrig. Wenn wir an die Schweine denken, dann finden wir die Schweineknochen im Porzellan wieder, in der Seife. Die Gelatine wird in Tablettenform verabreicht. Wir tragen alle Lederschuhe. Das gilt aber auch für alle anderen Tiere. Also ich hatte ja ursprünglich, war der Gedanke bei mir dahinter, dass ich sozusagen den Müll von der Straße nehme und ihn ins Museum trage. Mhm. Ja? Und das hatte halt angefangen damit, dass ich eben die toten Tiere, der Roadkill, also die toten, totgefahrenen Tiere von der Straße gelesen habe und habe daraus Kunst gemacht. Mhm. Das hat dann 10 Jahre gedauert, bis mich jemand anonym angezeigt hat und dann wurde mir halt ein Verstoß gegen das Artenschutzrecht vorgeworfen. Also weil man darf diese Tiere nicht veräußern und zur Schau stellen. Und das tue ich natürlich letzten Endes, wenn ich daraus Kunst mache und sie in der Galerie zeige. Und da stehen bis zu 6 Jahre Gefängnis drauf. Und das war auch, das war schon wie in einem Tatortstreifen. Da wurde nichts ausgespart. Das hat dann 3 Jahre gedauert, bis man das Verfahren eingestellt hat, weil mir im Vorsatz nicht nachweisbar war. Und jetzt ist es halt so, dass ich nur noch mit den Tieren arbeite, die man essen, schießen, halten und züchten darf. Mhm. Die stehen nicht unter Artenschutz. Findest du, dass sich Menschen oft wie Tiere verhalten? Schlimmer. Ich finde, wir sind Tiere und wenn wir das akzeptieren würden, ich glaube wirklich, dann würden manche Dinge anders laufen. Mhm. Dann wäre man ehrlicher und ich vermisse auch ein bisschen so diese Ehrlichkeit. Das ist wie in der Politik. Ja. Ich würde ja total gerne mal Schuhe von dir anprobieren und die auch mit nach Berlin nehmen und mal schauen, wie die Berliner Fußgänger so darauf reagieren. Meinst du, das kannst du machen, wenn du sorgsam damit umgehst? Natürlich. Ja. Ich könnte dir zum Beispiel diese Schuhe hier mitgeben. Ne? Mhm. Cowgirl. Schon mit Pistolen hacken. Ja. Cool. Klar, geht immer um die Ambivalenz, ne? Ich habe auch wie der Tod Schuhgröße 38. Passen die mir dann? Ja, dann passen sie mir. Ja, super. Aber es ist nicht komfortabel, darin zu laufen, Nein? Das kann ich dir gleich sagen. Darf ich mal kurz probieren? Ja, klar. Oh mein Gott. Also ob ich damit einfach, durch die Fußgängerzone in Berlin laufe, weiß ich nicht. Dass Lady Gaga solche Schuhe immer anhat und wie die damit läuft, verstehe ich nicht so ganz. Du, sie selbst hat sich als zu einer Kunstikone stilisiert. Ja. Und dann, ne? Aber fühlen sich gut an.
Dann gebe ich euch den Hut mit. Wow. Mit dem müsst ihr gut umgehen, weil der kommt dann auch in die Ausstellung. So. Ne? Der sieht so aus. Das erinnert mich ein bisschen an Robin Hood von der Hutform. Ja, das hat so was Diana-mäßiges. Ja, ja, genau. So was Jagdmäßiges, ne? Genau. Ja. Darf ich den mal aufsetzen? Ja, na klar. Sich einen Stachel spannen. Und das ist eine echte Taube, die du ausgestopft hast? Ja. Ach Gott, das arme Vieh. Aber sie war ja schon tot. Ja. Wahnsinn. Ja, also ich finde ja, ich sehe ganz gut aus in meinem neuen Outfit. Mal sehen, was die Straße dazu sagt. Ich wollte euch fragen, was ihr von meinem Look haltet. Das sieht aus wie vom Bauernhof. Wie vom Bauernhof? Wie auf dem Bauernhof. Würdest du denn deiner Freundin oder deinen Freundinnen sowas kaufen, zu Weihnachten beispielsweise? Nee. Wenn es künstlich hergestellt ist, ja, aber nicht, wenn es jetzt wirklich von Tieren stammt. Achtest du da selber sehr drauf, ja? Ja, ist mir schon wichtig, ja, also muss nicht sein. Also ich finde die cool. Und was findest du daran cool? Weiß nicht, weil die sind halt anders. Anders? Ja. Und der Hut? Vielleicht soll es eine Friedenstaube da sein. Friedenstaube, ah, okay. Mhm. Ja, vielleicht so ein bisschen Kritik an, oder ja, vielleicht will sie so ein bisschen sich über die Mode so lustig machen, also dass halt immer so jeder besonders auffallen will mit irgendwas so und dann dieses halt so übertreibt mit sowas. Hut finde ich ein bisschen strange, also so würde ich nicht unbedingt auf die Straße gehen, aber die Schuhe auf jeden Fall sind ein Hingucker und finde ich ganz klasse, also sieht echt gut aus. Ja? Ja. Cool, und was findest du daran so gut? Ausgefallen, nicht so das Alltägliche und eben, ich sag mal so, auf einer Party oder sowas würde man damit auf jeden Fall auffallen. Lady Gaga hatte die ja auch schon mal an. Ach so? Na gut, ja. Das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kann sie jetzt nur so beurteilen, wie du sie anhast. Und Lady Gaga, die ist ja auch bekannt so für Protest und politische Messages und so, ne? Und deswegen hatte sie diese Schuhe auch an. Kannst du dir vorstellen, was sie damit ausdrücken wollte? Ich kann mir nur vorstellen, dass es eben ein bisschen auf Naturschutz ausgehen sollte und dass es dann eben so ein bisschen darauf achten sollte, dass halt eben die Umwelt geschont werden sollte, beziehungsweise die Ressourcen. Achtet ihr selber so darauf, was ihr anhabt? Ob das Lederklamotten beispielsweise sind, also aus tierischen Produkten oder eher nicht so? Ja, bei Kunstfell oder so. Ja. Tierquäler. Tierquäler? Warum? Tierisch angezogen. Würde einer von euch das mal aufsetzen? Nur mal kurz aufsetzen. Oh Mann, ja, meinetwegen. Damit trittst du in die Fußstapfen von Lady Gaga. Die zieht nämlich so eine Sachen an. Und wie ist es, so ein echtes Ferkel auf dem Kopf? Das ist echt? Oh Gott, nein. Findest du es schlimm? Ja. Warum? Gruselig, also ein echtes Tier. Was sagst du dazu? Bist du auch der Meinung, dass ich ein Tierquäler bin? Der Hut ist jetzt nicht so mein Ding. Zieht ihr denn selber so Lederklamotten an oder? Lederjacke, aber. Doch genau dasselbe. Ich meine, ich habe sowas auf dem Kopf. Ihr habt dann sowas beim Oberkörper. Ja, im Grunde? Sieht nicht so tierisch aus. Es sieht nicht so tierisch aus, aber es ist auch ein Tier. Ja. Eigentlich kein Unterschied, oder? Wenn man es genau nimmt. Ja, aber ist ungewohnt sowas. Ungewohnt zu sehen, dass es mein Tier war, meinst du? Ja. Na komm. Und? Wie fühlst du dich? Genau. Also der Hut ist sehr schwer. Ja? Du weißt schon, dass du da gerade ein echtes Ferkel auf dem Kopf hast. Ja. Und wie ist das so? Es fühlt sich irgendwie komisch an, dass man Tiersachen trägt, weil die haben ja auch mal gelebt und jetzt sind sie tot auf meinem Kopf. Fazit des Tages, die Sachen von der Iris sind ein echter Hingucker, aber was viel interessanter ist, für die meisten Leute steckt da wirklich eine politische Message dahinter. Wie ist es denn bei euch? Was seht ihr in den Sachen? Kommt auf duhastdiemacht.de.